Hallo und willkommen zum zweiten Teil dieses Screencasts. Im ersten Teil habe ich gezeigt, wie Sie die Domain Ihrem Webmaster-Tool hinzufügen können. Und nun möchte ich zeigen, wie Sie dann bestätigen können, dass Sie der Domaininhaber sind. Ansonsten lässt Sie Google nicht auf das Webmaster-Tool zugreifen und Sie können die Domain nicht verwalten. Also was von Google empfohlen wird, ist die Bestätigung per HTML, also per FTP, die HTML-Datei, die von Google generiert wird, hinaufzuladen und so eben die zu bestätigen, dass Sie Inhaber sind dieser Domain. Ich möchte das kurz einmal machen für Sie. Also ich habe diese HTML-Datei schon heruntergeladen. Einfach hier klicken, dann wird sie heruntergeladen. Dann wechseln Sie einfach in Ihr FTP-Programm und laden die Datei ins Root. Das Root-Verzeichnis ist das oberste Verzeichnis Ihres Web-Ordners, also einfach die Datei nehmen und aufladen. Ich habe sie schon drum, überschreibe ich sie jetzt einfach und dann wechseln Sie einfach wieder zurück in die Webmaster Tools und klicken auf diesen Link. Jetzt können Sie sehen, dass hier diese Datei gefunden wurde im Root-Verzeichnis und somit können Sie abschließend hier bestätigen. Und Google wird jetzt wissen, dass Sie Domaininhaber sind und Sie können dann auf die Funktionen des Webmaster Tools für diese Domain zugreifen. Falls Sie jetzt keinen FTP-Zugriff haben, gibt es auch noch alternative Methoden, die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Also einfach hier auf alternative Methoden wechseln. Im nächsten Schritt auf HTML-Tag. Das ist jetzt eine Version, wo Sie auch einen FTP-Zugang brauchen, da Sie ja diesen Codeschnipsel auch hineinkopieren müssen. In diesem Fall gehen Sie einfach her und sagen, kopieren das heraus. Wie gesagt, Sie brauchen wieder ein FTP-Programm. Ich habe einmal die Datei heruntergeladen. Das wäre meine Datei. Ich zeige Ihnen das aber kurz in einem leeren Dokument. Also Sie müssen mehr oder weniger diesen Codeschnipsel im Head einsetzen. Das heißt, Sie sehen, hier wird der Head geschlossen und weiter oben geöffnet. Also setzen Sie einfach diesen Codeschnipsel hier ein, speichern das Ganze und laden es wieder auf. Das würden Sie dann natürlich auch mit Ihrem FTP-Programm haben, wenn Sie dann hier die Datei, sagen wir, geändert haben, laden Sie sie einfach wieder auf und klicken Sie dann hier. Also hier gibt es ein Beispiel, wie das dann aussieht, wenn Sie das eingebaut haben, und klicken Sie dann hier einfach auf Bestätigen. Google wird dann Ihre Seite crawlen, also Ihre Startseite crawlen, und wenn Sie diese Meta-Beschreibung finden auf Ihrer Seite, dann ist auch bestätigt, dass Sie der Inhaber sind. Ein weiterer Punkt oder eine weitere Form der Bestätigung ist die Bestätigung über Google Analytics. Wenn Sie jetzt schon den Google Analytics Tracking Code eingebunden haben in Ihre Seite, wir können uns das kurz anschauen, der Google Analytics Tracking Code, wenn Sie mir hier mal auf die Seite wechseln und dann in den Quellcode gehen, selben Quellcode anzeigen und hier einfach einmal nach Google suchen, sehen Sie, dass wir hier unten Google Analytics eingebunden haben, also haben wir auch die Möglichkeit, eine Bestätigung durchzuführen, die über den Google Analytics Code führt. Dafür müssen Sie einfach das hier anhakeln und dann auf Bestätigen klicken. Eine dritte und letzte Version der Bestätigung, die ist aber recht kompliziert, wenn man sich jetzt nicht so in Sachen DNS oder vielleicht auch kein Verwaltungstool für die Domain hat. Das geht jetzt über die Domain. Sie können über die Domain, über einen Record, den Sie dort eintragen, über einen Textrecord, den Sie bei der Domain hinterlegen, Google sagen, dass Sie Inhaber dieser Domain sind. Sie können hier auswählen, wenn Sie zum Beispiel bei 1&1 sind oder irgendeinen anderen großen Anbieter, den können Sie hier auswählen. Ich habe jetzt meinen Anbieter nicht gefunden, dann würde ich einfach hier auf Sonstige gehen und im Endeffekt sagt mir Google, ich muss einen neuen Record erstellen, einen Textrecord, und muss das hinterlegen. Ich zeige Ihnen das kurz, wie das funktioniert. Ich werde mal das gleich herauskopieren, diesen Eintrag, und wechsle dann in das Interface meines Domain-Anbieters, meines Registrars, wechsle hier auf den
auf DNS. Sie sehen hier, hier sind die drei Nameserver eingetragen, die wir verwenden. Das ist die IP unseres Servers. Hier auch die IP unseres Servers mit www. Dann gehen Sie in unserem Fall, ist es so, dass ich hier neue Records erstellen kann. Ich kann hier einen A-Record, einen MX für Mail oder andere Records erstellen. Was wir in diesem Fall brauchen, ist ein Text-Record. Bei uns ist es so, dass ich hier den Pfad oder mehr oder weniger eintragen kann, für was, für welchen Teil er zuständig ist. Ich trage hier ein Ad ein. Google sagt, man soll hier entweder ein Ad, das spricht mehr oder weniger alle an, oder eben das Leerlassen. Also ich trage hier ein Ad ein und kopiere mir hier das rein, was Google mir ausgegeben hat und sage dann einfach Create. Es dauert dann ein kleines bisschen und es wird mir hier dieser Eintrag generiert und über diesen Eintrag in der Domain kann Google auch verifizieren, dass ich Seiteninhaber bin. Also ich werde das jetzt ganz einfach mal machen über diese empfohlene Methode, dass wir dann zum nächsten Schritt kommen. Also ich gehe hier auf Bestätigen und Sie sehen hoffentlich, dass wir hier ein grünes Hakerl bekommen und wir sind jetzt bestätigt und ich kann weitergehen und im nächsten Schritt kann ich mir dann genau anschauen, was im Webmaster Tool so vor sich geht, also wie viele Klicks, wie viele Impressionen, diese ganzen Konfigurationen, was man hier vornehmen kann, das werden wir dann im nächsten Schritt besprechen.